so schnell wie möglich losrasen mit Blaulicht und Martinshorn. Das ist wohl das Erste, woran man bei der Feuerwehr denkt. Natürlich wird es dabei auch laut und hektisch, auch in Japan. Damit sich die Menschen auf den Straßen nicht so sehr erschrecken, ergreifen die Rettungskräfte dort besondere Maßnahmen. Unter anderem mit Lautsprecheransagen werden die anderen Verkehrsteilnehmer informiert, was als nächstes geschieht. Und das alles extrem freundlich. Alles will auf Hochglanz poliert sein bei der Feuerwehr von Saitama jeden Morgen. Denn wenn um 8 Uhr früh der Schichtwechsel ansteht, ist eine fehlerfreie Übergabe Pflicht. Sirenencheck, Leitertest, von der funktionsfähigen Motorsäge bis zum Beibringen der Krankentrage wird jedes Einsatzgerät geprüft. Erst dann darf die Nachtschicht abtreten und die neue Riege übernimmt. Zum ersten echten Tageseinsatz rückt die Ambulanz aus und lässt uns schon mal staunen. Vorsicht, wir schalten gleich die Sirene ein, warnt der Beifahrer freundlich. Und auch danach erläutert er weiter. Wir würden gerne rechts abbiegen, bitte sehr. Dankeschön, so geht das bis ans Ziel. Vor allem ältere Leute erschrecken, wenn plötzlich die Sirene losheult. Deshalb machen wir das, sagt uns Feuerwehrmann Saito. Eine Feuerwehr, die sich für ihre Sirene entschuldigt, das ist aber sehr höflich, wende ich ein. Wir wollen damit auch ein wenig die Hektik rausnehmen. Übrigens auch bei uns, sagt er. Das gibt ja auch uns mehr Ruhe und Routine, denke ich. Auch aufgezeichnete Ansagen sind verfügbar. Eine für links abbiegen, eine für rechts, alles auf Knopfdruck. Wir können die Ansagen auch direkt an den Blinker koppeln, dann kommen sie ganz automatisch. Wir biegen ab, passen Sie bitte auf. Selbst beim Großeinsatz in Tokio moderiert sich der Beifahrer höflich den Weg frei. Wir sind von der Feuerwehr, bitte halten Sie alle an und warten Sie. Bitte schön, danke schön und durch. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass immer alle Platz machen. Wir brauchen ja die Kooperation der Autofahrer. Aber warum stellen Sie sich extra vor? Jeder sieht und hört doch, dass Sie die Feuerwehr sind. Ja, das wirkt vielleicht seltsam, wenn man bedenkt, dass sich jeder für sich selbst einfach nur schnelle Rettung wünscht, ohne viele Worte. Aber wenn wir uns bedanken, ist das doch für alle gut. Es gehört wohl zu unserer Feuerwehrkultur. Kurz nach Mittag. Nun rückt auch ein Löschtrupp der Saitama-Wache aus. Links ab bitte, rechts ab bitte, geradeaus bitte, Vorsicht bitte. Schon im Führerhaus hört sich das ziemlich laut an. Allerdings treffen Einsatzfahrzeuge in Japans Innenstädten auch auf immer mehr lärmende Konkurrenz. Sie reicht vom wattstarken Werbewagen über neueste Sonderpreise für Zahnpasta und vieles mehr. Bis hin zum stramm-nationalen Parteiredner im Straßenkampf gegen die angeblich feindlich gesonnenen asiatischen Nachbarn. Dazu kommen die Anweisungen von Ordnungshütern jeder Art und von Lieferwagen, die einen wissen lassen, dass sie gerade rückwärts fahren. Feuerwehrmann Saito nimmt unsere Kamera mit auf Probefahrt unter seiner Regie. Er will uns vorführen, dass am Mikrofon immer eine Mischung nötig ist. Aus Höflichkeit, Coolness und Bestimmtheit. Das lernt hier jeder in der Ausbildung. Nichts wird uns davon abhalten, zwar deutlich, aber eben auch freundlich gegenüber unseren Mitbürgern zu bleiben, schwört der Chef der Wache. Das ist immer das Beste und Sicherste. Ich kann Sie ja auch mal ausbilden, sagt Saito. Beginnen wir mit der sanften Version. Entschuldigung, bitte zur Seite fahren. Und dann die bestimmtere Fassung. Entschuldigung, Sie im Lastwagen da vorne, bitte zur Seite.
Naja, auch sein Lob ist wohl eher höflich gemeint. Am Ende des Tages können Sie Ihren Job einfach am besten. Was den Umgangston angeht und den ganzen Rest sowieso. In jeder Hinsicht also super glänzend.